Ihr braucht günstige Coins, PSN-Cards oder Xbox Live, dann checkt auf jeden Fall MMOG ab und benutzt den 8% Discount-Code RealFIFA, um ordentlich zu sparen. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RealFIFA. Und heute gibt es, wie versprochen, das nächste FIFA 19 Squad Builder Video. Ja, heute haben wir eine Liga am Start, und zwar die Bundesliga, denn ihr habt es euch gewünscht, ihr habt in den Kommentaren reingeschrieben: Max, mach auf jeden Fall mal auch gerne die besten Starter Squads in der Bundesliga, in den jeweiligen Top 5 Ligen, La Liga und so weiter. Ihr könnt ja gerne reinschreiben, welche Liga ihr als nächstes sehen möchtet. Ich habe das Ganze wieder so gemacht, dass ich drei verschiedene Preiskategorien am Start habe. Man muss natürlich sagen, in einer Liga jetzt bezüglich auch der Bundesliga, da gibt es nicht so ganz viel Auswahl. Heißt, es gibt natürlich sehr, sehr viele Spieler, die man da eigentlich nehmen muss. Aber ihr werdet das natürlich gleich alles sehen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, wenn euch das Ganze gefällt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. FIFA 19 Hype ist da in wenigen Tagen. Übermorgen kommt ja auch schon die Web-App. Und da werde ich natürlich auch direkt Videos rausballern, Jungs. Muss einfach sein. Ich habe so Bock drauf. Und ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich hoffe, ihr seid es auch. FIFA 19 Hype ist am Start. Ihr könnt auch gerne jetzt hier schon mal ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Da seht ihr immer die neuesten Squads und so weiter. Und ja, Mann, Jungs, euer Support ist mega. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt direkt. Checkt auch gerne mein Social Media ab. Instagram, Twitter, alles in der Beschreibung. Und natürlich auch gerne mein Zweitkanal RealMX für Footrefs und so weiter und so fort. Und ja, Jungs, dann kann ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Heute starten wir mit einem günstigen Bundesliga-Team. Gestern haben wir es ja so gemacht, dass ich mit dem teuren angefangen habe. Heute starten wir mit dem 40 bis 50k Bundesliga-Squad. Eure Meinung dazu natürlich auch in die Kommentare hauen. Also wenn ihr Verbesserungen habt auf den jeweiligen Positionen, das auf jeden Fall. Und natürlich auch zu den Preisvorstellungen. Letztes Mal meintet ihr, ja Max, Digga, du hast auf jeden Fall schon crazy Preisvorstellungen. Aber man weiß es halt echt nicht. Und ja, solltet ihr da irgendwie ja besser Bescheid wissen oder so, dann schreibt das einfach rein. Wäre auf jeden Fall korrekt. Und das sehe ich da auf jeden Fall nicht so, dass ich dann irgendwie beleidigt bin oder so. Deswegen korrigiert gerne was, wenn irgendwas falsch ist. Und jetzt, Jungs, geht es los mit dem Torwart. Und das ist für heute der Ralle Fußmann, Jungs. Ralle Fußmann ist am Start hier von Schalke 04. Hat ein kleines Downgrade bekommen auf 83. Ist in Ordnung, oder eigentlich hätte er auch die 84er behalten können, wenn ich ehrlich bin. Aber Ralle Fußmann, vielleicht wird er dieses Jahr in FIFA 19 nicht mehr der Fußmann sein, denn man weiß halt echt nicht. Ich glaube, da wisst ihr ja auch noch nicht Bescheid, ob es jetzt hier diesen Fußtrade wieder gibt oder was auch immer. Aber Fährmann war wirklich in jedem FIFA-Teil gut. Heißt, man kann da wirklich nicht viel falsch machen. Und ich denke mal, ja, der kostet so 5 bis 10k. 10k würde ich jetzt einfach mal schätzen für Fährmann. Kann man sich natürlich da auch noch einen anderen reinstellen, aber Fährmann ist ja somit die beste Wahl, die man eigentlich da, sage ich mal, nehmen kann. Und deswegen ist er heute jetzt hier auch im Tor und würde ich euch auch für ganz billige Teams natürlich in, ja, immer empfehlen. Fährmann, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Karte. Ist natürlich auch groß für ein Torwart, was sehr, sehr gut ist. Und ja, das ist mein Torwart. Würde ich euch auch empfehlen, in der Bundesliga mit Fährmann zu gehen. Jetzt gehen wir weiter, ja, zu den Innenverteidigern. Mal schauen, wer die beiden heute sind. Auf ganz günstig haben wir jetzt hier zwei Innenverteidiger, die sehr starkes Pace haben und auch ansonsten sehr gute Defending Stats. Unter anderem haben wir hier Upamecano, Jungs, von RB Leipzig. Das ist, glaube ich, auch so ein Spieler, der wird safe ein bisschen was kosten, aber weil er halt 76 rated ist, kann der gar nicht. Der kann nicht 5000 Coins kosten. Der wird 3k oder so maximal kosten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hat aber wirklich dafür sehr, sehr gutes Tempo. Und dann haben wir hier, oder habe ich mich entschieden für Kevin Vogt von Hoffenheim, der auch, ja, mir schon im letzten Jahr, wer vielleicht meine RTG-Folgen gesehen hat, den hatte ich direkt am Start als ersten Innenverteidiger. Der hat ungefähr dieselben Stats und es war halt einfach so ein Verteidiger, der war richtig gut. Ja, ich habe mal nachgeschaut, 1,94 und ist wirklich eine Macht hinten. Hat auch sehr, sehr gute Stats. 81 Defending, 80 Physis, ist so ein Verteidiger. Den würde ich euch da auf jeden Fall empfehlen. Und der kostet safe auch nur 2.000, 3.000 Coins. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ihr, ja, man kann das eigentlich so sagen, 10k kostet das und die beiden 5k zusammen. Heißt, wir sind jetzt bei 15k ungefähr. Brauchen natürlich jetzt noch die beiden Außenverteidiger in diesem billigen Squad. Wir fangen ja heute an mit dem 40, 50k Team. Und die Außenverteidiger, wie heißen die? Das ist eine gute Frage. Das seht ihr jetzt. Die Außenverteidiger stehen und ihr seht schon ein bekanntes Gesicht, wenn ihr gestern mein Video geguckt habt. Roussillon, Jungs. Roussillon für mich
so ein Geheimfavorit als besten Linksverteidiger in der Bundesliga. Besser geht es eigentlich fast gar nicht. Alaba natürlich. Wer da so noch die bessere Variante? Nico Schulz gibt es da, glaube ich, auch noch. Aber ansonsten Roussillon, Jungs, der hat halt nochmal 78 Physis und auch ordentlich Pace. Also ihr müsst da eigentlich nur die Defending-Stat noch ein bisschen nach oben pushen. Kann sogar auch noch schießen. Ist wirklich so meiner Meinung nach mit der beste Linksverteidiger in der Bundesliga. Und als Rechtsverteidiger habe ich mich entschieden für Mitch Weiser. Grund dafür, man hätte jetzt auch Klostermann nehmen können oder sonst was. Aber Grund dafür ist halt auch nochmal seine Offensivstärke. Er hat 62 Schuss, ist mit Forster richtig gut aufgerüstet. Und ich denke, wenn man hier Anker oder so raufpackt, damit sein Physis ein bisschen noch nach oben geht, dann ist er schon richtig gut spielbar und hat mir auch letztes Jahr schon sehr gut gefallen. Und jetzt bei Leverkusen denke ich wirklich, dass das mit auch einer der besten Rechtsverteidiger ist für wenig Geld. Also da glaube ich, könnt ihr meine Meinung bestätigen, dass die beiden Spieler Roussillon und Weiser nicht so teuer sind. Roussillon vielleicht noch ein bisschen mehr, weil er Franzose ist, aber bei Weiser weiß ich nicht. Da würde ich jetzt auch schätzen, kosten die beiden zusammen 5.000 oder so. Sind wir jetzt hier bei 20.000 schätzungsweise. Und das ist die Verteidigung mit Fährmann im Tor. Schon mal sehr, sehr gut für so einen Starter-Squad, muss ich sagen. Besser geht's nicht. Pace habt ihr, gute Verteidiger, die sind alle groß. Außenverteidiger können sogar noch schießen und im besten Fall dann auch noch ein paar Tore machen. Jetzt, ihr seht es schon, haben wir hier die 4-3-2-1-Formation. Ihr könnt sie sogar auch so spielen, die Formation. Da müsst ihr gar nichts umstellen. Ihr werdet jetzt sehen, wer die drei zentralen Mittelfeldspieler sind. Sind auf jeden Fall auch sehr, sehr stabile dabei und auch vielleicht eine Überraschung. Ja, das werdet ihr jetzt sehen. Im Mittelfeld spielen wir mit diesen drei Spielern. Erstens natürlich Pace, wichtig. Zweitens verteidigen wir auch nicht schlecht. Und drittens natürlich ein bisschen Offensive, also ein bisschen guter Schusswert. Das wäre optimal und da habe ich euch diese drei eingepackt. Einmal haben wir hier Sabitzer von RB Leipzig. Eine richtig geile Karte. Könnt ihr eigentlich auch switchen, je nachdem. Ich glaube, er hat aber 4 Sterne Weakfoot. Er hat 4 Sterne Weakfoot, hat High Arbeitsraten, heißt, er läuft hoch und zurück und so weiter. Sehr, sehr guten Physiswert, einen geilen Schuss und das ist das, was man im zentralen Mittelfeld braucht. Sogar mit 56 Defending nicht so ganz verkehrt, sag ich mal. Heißt, er kann auch den einen oder anderen Zweikampf dann mal gewinnen und sich zurückholen den Ball. In der Mitte haben wir Jibama, glaube ich, wird da ausgesprochen, von Mainz 05. Richtig geiler Sechser, also den würde ich einfach dann die Anweisung geben, dass er hinten bleibt und die beiden hier, Sabitzer und Axel Witzel, zu denen kommen wir gleich, die können dann ganz normal hier auf und ablaufen und Jibama würde ich dann einfach hinten spielen lassen, der soll einfach alles abräumen, ihr seht es hier, sein Schusswert ist nicht so ganz stark, aber sonst 77 Pace, 78 Defending, 83 Physis. Heftige Stats, wirklich sehr, sehr geil und den kann man auch als einzelnen Sechser spielen in der 4-1-2-1-2, die zweiten Formation oder was auch immer, je nachdem wie ihr das Team dann natürlich auch umstellen möchtet. Und jetzt haben wir hier noch als dritten und letzten zentralen Mittelfeldspieler den Axel Witzel, Jungs. Afro ist am Start, 71 Pace und ansonsten alles über 70, der wird auch richtig geil sein. Also ich denke, seine Longshots und so werden sehr, sehr biestig sein. Dazu auch sehr groß im Mittelfeld. Kann man auf jeden Fall so machen. Und ich schätze Witzel so auf 10.000 und die beiden so auf 5.000. Heißt, wir haben so ungefähr 15.000 plus hier 20.000. Sind wir jetzt bei 35.000 Münzen ungefähr. Und jetzt brauchen wir natürlich noch den Sturm bzw. den Angriff. Und mal gucken, wer da spielen wird. Wir kommen zu den drei Stürmern und die haben es auch nochmal in sich. Ich habe hier natürlich so gut es geht darauf geachtet, dass sie Tempo haben, dass sie schießen können. Das ist natürlich immer ganz, ganz wichtig und deshalb habe ich mich hier für diese drei entschieden. Einmal auf dem rechten Flügel Karim Bellarabi, muss ich sagen, hat sehr, sehr geile Stats und ist immer in jedem FIFA sehr, sehr stark gewesen. Kostet, denke ich, auch nicht wirklich viel. Wir haben ja jetzt ungefähr schon gesehen, so 35.000 Coins kostet das hier. Da würde ich jetzt einfach mal schätzen, dass Bellarabi mit Rebic zusammen im Sturm 5.000 kostet. Irgendwie so in dem Dreh, weil Ante Rebic, Jungs, das ist ein Geheimtipp. Der wird, denke ich, richtig abgehen. 85 Pace, 78 Schuss und 81 Physis für einen Stürmer. Geile Stats und dann auch noch ein 79er Dribbling, also von Eintracht Frankfurt hier, Rebic im Sturm. Ich denke, für den Starter-Squad auf jeden Fall hier dieser Stürmer, Jungs, Ante Rebic, den kann ich euch empfehlen und er wird, denke ich,
ein richtig geiler Spieler sein. Bellarabi, der muss nur laufen, weil er halt auf dem Flügel ist und das kann er ja auch. Und mit 75 Schießen hat er sogar noch einen guten, stabilen Schusswert. Die beiden zusammen schätze ich mal auf 5k. Und jetzt haben wir dann links Serge Gnabry, den ich jetzt auf 10 bis 15k schätze. Heißt, im besten Fall kommen wir auf 50k, vielleicht 55.000, irgendwie so. Aber teurer wird das Team, denke ich, nicht sein. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Starter-Bundesliga-Squad, muss ich sagen. Mit wirklich sehr, sehr geilen Spielern. Man könnte natürlich rechts und links auch nochmal andere Spieler reinstellen. Da könnt ihr ja eure Meinung mehr in die Kommentare hauen. Aber das ist so das Team für 50.000 Coins, was ich euch empfehlen kann und was auch wahrscheinlich nicht wirklich mehr kosten wird. Also da kann man wirklich nicht meckern. Für einen Starter-Bundesliga-Squad ist das erste Sahne. Geile Stürmer, pacig und auch noch im Sturm hier Physis Rebic, der kann sogar laufen und hat auch nochmal Physis. Im Mittelfeld können alle laufen, können hier alle, sage ich mal, verteidigen wegen Sabitzer, High-High-Arbeitsraten. Chillt er natürlich auch mal hinten und dann die Verteidigung, besser geht's eigentlich nicht. Seid ihr sehr, sehr gut aufgestellt und Fährmann auch ein Top-Torwart. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich auch noch die Mittelklasse sehen und dann auch noch das teure Team. Ich zeige euch jetzt erstmal das mittlere Team, was glaube ich so 150k kosten wird. Wie das aussieht, das werdet ihr jetzt sehen. Lasst auf jeden Fall gerne jetzt schon mal ein Like da. Ihr könnt auch gerne mal, checkt auf jeden Fall auch gerne mal die Beschreibung aus für günstige PSN-Cards, Xbox Live-Cards. Es ist ja nicht mehr lange. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, schaut da gerne mal vorbei in der Beschreibung. Da würdet ihr mich krass supporten. Und ja, Mann, Jungs, danke wirklich für die Unterstützung. Und jetzt zeige ich euch das Mittelklassenteam. Das ist auch nochmal wirklich sehr, sehr nice. So, Freunde, das Mittelklassenteam ist am Start für 150.000 Coins ungefähr. Ich denke mal, teurer wird das nicht werden. Ja, sieht sehr, sehr geil aus. Nochmal ein bisschen besseres Mittelfeld, muss ich hier sagen, mit Goretzka, Witze und Tolisso. Also das sind drei wirkliche Brecher. Die können schießen, die können verteidigen und je nachdem, wie variabel ihr seid, worauf ihr Bock habt, wer weiter hinten bleibt. Ich habe mich jetzt mal für Witze entschieden, weil er nicht so weil er nicht so einen guten Schuss hat wie Tolisso, sage ich mal. Und von den Außen können die dann einfach mal hier so, sage ich mal, auch durchpacen wie Goretzka. Ihr könnt es aber, sage ich mal, je nachdem, worauf ihr Bock habt, umswitchen. Dann auf dem linken Flügel habe ich mich statt Serge Gnabry für Leon Bailey entschieden. Wird eine richtig geile Karte. Schätze ich mal so auf 20-30k. Würde ich jetzt mal tendieren. Hat halt nur eine 82er Bewertung. Deswegen wird er nicht so ganz teuer sein. Und Bundesliga ist immer noch mal ein bisschen billiger als Premier League oder sowas. Das auf jeden Fall. Bellarabi bleibt. Timo Werner wird somit der teuerste sein. Schätze ich auch so 40k oder sowas. Ungefähr. Der wird aber natürlich auch, ihr könnt ihn auch ersetzen wieder durch Rebic oder sowas, das ist gar kein Problem, da könnt ihr dann auch hier wieder Rebic reinstellen und dann habt ihr da auf jeden Fall auch nochmal eine billigere Alternative und falls euch irgendwie, ja hier Toprak nicht gefällt, könnt ihr auch Upamecano wieder nehmen, aber ich denke mit Toprak macht man da auch nichts verkehrt in der Verteidigung, 78 Pace, 83 Defending, 74 Physis. Ein wirklich sehr, sehr geiles Mittelklassen-Bundesliga-Squad. Und ja, jetzt müssen wir natürlich noch zum teuersten kommen. Das sieht schon mal gut aus. Für 300.000 Coins geht es noch ein bisschen besser. Und das zeige ich euch jetzt. Und jetzt kommen wir hier auch zum teuersten Bundesliga-Squad. Meiner Meinung nach besser geht es fast gar nicht. Ja, ihr seht schon selber, so viel habe ich gar nicht verändert. Das Mittelfeld bleibt exakt so, weil das ist einfach das Traummittelfeld, denke ich. Goretzka, Witze, Tolisso ist wirklich perfekt. Dann haben wir hier in der Innenverteidigung Boateng natürlich nochmal reingestellt für Vogt. Der wird dann auf jeden Fall besser sein. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Auch wenn Boateng 5 Pace weniger hat oder so. Der wird da, denke ich, sehr, sehr stabil sein. Roussillon und Weiser, die lasse ich da einfach mal so stehen, weil für mich persönlich, ja klar, wir können hier Pisscheck noch reinstellen, aber ich finde Mitchell Weiser da sogar eigentlich optimal drin und Roussillon genauso. Alaba, klar, könnte man noch reinstellen, aber der wäre einfach unnötig teuer, sage ich mal. Und da kann man dann einfach auf Roussillon, sage ich mal, setzen. Torwart bleibt gleich. Toprak ist jetzt hier auch noch am Start. Werner würde ich euch auch empfehlen im Sturm. Dann haben wir hier auf dem linken Flügel Kingsley Coman statt Leon Bailey. Da müsst ihr einfach mal schauen, wen ihr mehr feiert. Ich denke, Kingsley Coman wird da vielleicht nochmal 5 bis 10k mehr kosten als Bailey. Jetzt nicht so die Welt. Müsst ihr halt einfach gucken, wer besser ist, wer euch besser gefällt. Und dann natürlich auf dem rechten Flügel habe ich mich jetzt sogar für Arjen Robben entschieden. Auch wenn er nur noch 79 Pace hat, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er nochmal besser ist als Karim Bellarabi. Dann würde ich euch das aber so empfehlen, dass ihr Robben auf links switcht
und dann Coman auf rechts, damit die hier natürlich mit Robben, sage ich mal, auch Flachschüsse und so weiter, auch wenn die Flachschüsse jetzt ein bisschen anders sind, aber trotzdem, damit ihr einen Linksfuß auf der linken Seite habt, das ist für FIFA immer noch mal ein bisschen besser, es sei denn, ihr wollt das so haben, dann lasst das natürlich so. Jungs, das ist eigentlich so mein, ja, bestes Bundesliga-Team, was geht. Klar, es geht hier noch mit Alaba, Neuer und Co., aber ja, für 250k, schätze ich mal, 300k, ist das auf jeden Fall ein richtig geiles Bundesliga-Squad. Und bessere Spieler kannst du hier, sage ich mal, jetzt auch nicht reinstellen. Und deswegen würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Checkt gerne die ganzen Links aus in der Beschreibung. Würdet ihr mich sehr supporten und schreibt in die Kommentare, was ihr von den Teams haltet. Von dem 50k-Team, 150k-Team und jetzt von dem 300k-Team, was ihr am besten findet. Und ich denke, da findet ihr auf jeden Fall was Geiles. Und ja, man kann natürlich auch statt Robben, wenn man Bellarabi halt mehr feiert, weil er mehr Pace hat, kann man auch hier Bellarabi spielen. Und dann ist das Team, denke ich, auch nochmal ein bisschen billiger. Obwohl ich jetzt sagen muss, Robben schätze ich jetzt auch nicht mehr auf viele Coins ein. Ja, da muss man dann natürlich schon mal sagen, wurde er schon gut gedowngradet, dass er nicht mehr allzu teuer sein wird, Jungs. Das war's. Welche Liga wollt ihr jetzt nächstes sehen? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da und jetzt macht's gut, haut rein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.